Das ist wunderschön, einfach traumhaft. Ich kann es kaum fassen. So viel Zeit ist seit der ersten Skizze vergangen. Jetzt stehe ich hier und die Anlage läuft. Wirklich unglaublich. Unter Volllast werden sich die Rotorblätter bald 38 Mal pro Minute drehen. Einfach toll. Auf diesen Moment haben wir so lange hingearbeitet. Im Abstand von je einem Monat werden auch die mittlere und die obere Anlage gestartet. Die dänischen Ingenieure werden die Systeme von Kopenhagen aus überwachen. Die nötigen Daten erhalten sie via Internet. Die Windkraftgeneratoren des Bahrain World Trade Centers erzeugen saubere Energie, rund 1200 Megawattstunden pro Jahr. Das entspricht dem Heizwert von etwa 170 Tonnen Kohle oder 125.000 Litern Öl. Am Anfang stand die kühne Vision eines Architekten. Ich bin geradezu besessen von der Idee, Energiequellen in meine Bauobjekte zu integrieren. Und ich gehe nicht davon aus, dass dies hier ein einmaliger Geniestreich ist. Ich möchte beweisen, dass es viele verschiedene Lösungen gibt für alle möglichen Gebäudetypen. Niemand kann seriös prognostizieren, ob sich Sean Killers Konzept durchsetzen wird. Aber jetzt steht fest, es funktioniert. Ich bin sicher, dass bald viele Architekten unserem Beispiel folgen werden. Hier hat es geklappt, warum also nicht auch woanders? Das Bahrain World Trade Center sendet ein klares Signal. Wer nachhaltig baut, baut auch ökonomisch und wird unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht. Und das Ergebnis kann richtig gut aussehen. Sean, Ole und Lars brüten bereits über Plänen für einen weiteren windenergieversorgten Wolkenkratzer. Diesmal im Nachbaremirat Dubai. Selbst in der Region der Welt, die am meisten vom Erdöl geprägt ist, hat sich der Wind gedreht. In Richtung Windenergie. Das Universum ist voller Gefahren.